Und Schweizer natürlich. Bin ich nach 3 Stunden gefahren, bin in Frankreich und ohne Problem. Habe ich andere grosse Probleme. Du. Hier die Überraschung. 100 Meter. Straße blockiert. Super. 100 oder 150 Meter. Der Grund ist da, wo die Tafeln sind, da wird wahrscheinlich der Boden unterwässert sein und die Straße fällt ab. So, gute Nachricht, ich bin da nicht gefahren, konnte ja nicht, aber ich werde es auch nicht können. Die schlechte ist, keine andere Straße führt dahin. Das heißt, für mich ist jetzt so, all die ganzen schönen Straßen da, die Berge hoch, runter, hoch, runter. Ja, muss ich jetzt zurückfahren. Das ist der einzige Weg für mich, nachher wieder runter ans Meer, Richtung Spanien zu fahren. Da ist noch eine Tafel, Bergamon. Das habe ich erst heute Morgen gesehen, dass das ein Stellplatz ist. Super, jetzt natürlich zu. Aber ansonsten wäre das ganz schön. Super genial. Wasser läuft trotzdem, habe ich jetzt gerade gesehen. Kann ich Wasser füllen, Toilette leeren. Genial. Mein Besuch bekommen. Wo mein Termin her war. Wir sind am Frühstück. Mein Besuch. Hi, ich bin die Adi. Auch in unserer Gruppe, Adi, habe ich hier getroffen. Wunderbar. Trotz meinen Problemen mit der Straße. Alles. Mal. Das ist die Befürchtung hier. Könnte 4,50 Meter runterfallen und natürlich die halbe Straße mitreißen. Ob das wirklich so ist, weiß ich jetzt nicht. Wir haben uns auch gemerkt, dass da die ganze Mauer schon ausgedruckt nach unten, wie das angezeichnet ist. Und da
Aber ich denke, das wird noch eine Zeit lang gehen, bis er so unterhöhlt ist, dass es einstürzt. Habe jetzt gehört, sie wollen das ein Jahr sperren, das heißt die Straße. Natürlich mühsam, wie die Leute da oben wohnen, nicht in die Stadt rein dürfen. Aber ich weiß nicht, ob sie sich nicht getrauen, das Ganze zu öffnen und nachzuschauen, was da genau los ist. Ob sie jetzt so abwarten wollen, dass das alles zusammenbricht, keine Ahnung. Aber hier ist ja eigentlich Wald und Boden und Straße gar nichts. Bezeichnet haben sie das so. Problemzone. Mal schauen, was da wird. So, wieder ein schöner Brunnen. Überall die schönen Gästen. So, mein Gebrust. Meine Rettung. Also, ich habe mir gesagt, wo ich hinfahren kann. Also, es ist möglich. Bin ich froh. Ich habe schon Angst gehabt, ich muss da 50 Kilometer zurückfahren. So, ich bin bei Adi zu Hause. Das mal die Küche. Wunderbare Sachen, was in Deutschland gemacht hat. Ich war richtig berühmt geworden durch solche Sachen. Und auch mit Meta. Gesehen und lauter so schöne Glasarbeiten. So. Und hier wieder schöne Bilder und da ist Adi. So. Alles mit Mosaik, mit Glas, geschnitten von Hand, bemalen.